Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie entwickle ich Lösungen zu Prüfungsfragen. In dieser Prüfungsfrage hier geht es um Doppelbesteuerung. Und es werden mehrere Dinge gefragt. Einmal, was ist das? Dann, wie kann man es vermeiden? Und ein Beispiel für Doppelbesteuerung soll man auch gehen. Also zunächst einmal erstens klären wir den Begriff, was ist Doppelbesteuerung? Nun stellen wir uns vor, wir haben hier einen Bürger, einen Steuerzahler. Und wenn dieser Steuerzahler nun vom Staat A und vom Staat B um Steuern angegangen wird, also mit anderen Worten zwei Staaten oder ja in der Regel zwei, können auch mehr sein, ja mehr als zwei Staaten, zwei oder mehr Staaten wollen was von diesem Bürger hier, dann reden wir von Doppelbesteuerung. Wenn also zwei Staaten steuerlich auf einen Bürger hier einwirken und Steuern von ihm wollen, das ist Doppelbesteuerung. Beispiel dafür. Ein Beispiel. Nehmen wir an, jemand hat in Brasilien ein Grundstück mit einem Gebäude und das ist ein relativ großes Gebäude, so wie hier zum Beispiel in São Paulo, das gerne gemacht wird, sehr, sehr hohe, das sind praktisch kleine Dörfer, die man hier baut, sagen wir mit 170 Parteien, das gehört jemandem, dann hat er relativ hohe Mieteinnahmen, also das hier ist eine Immobilie und daraus hat er in Brasilien Mieteinnahmen. Und entsprechend hat er aber auch eine Besteuerung. Diese Mieteinnahmen oder auch das Grundstück wird besteuert in Brasilien. Gleichzeitig, wenn das ein Deutscher ist, wird er aber in Deutschland besteuert mit dem sogenannten Welteinkommen. Das heißt, in Deutschland sagt man zunächst einmal, egal wo das Geld herkommt, wenn du in Deutschland deinen Wohnsitz hast, musst du es in Deutschland besteuern. Und so kann es zu einer Doppelbesteuerung kommen. Und die dritte Frage ist, wie kann man das vermeiden, welche Ansatz, Vermeidung von Doppelbesteuerung. Es gibt zwei Ansatzpunkte, um Doppelbesteuerung zu vermeiden. Das eine ist die Freistellung und das zweite ist die Anrechnung. Freistellung bedeutet, weil du schon im Ausland deine Steuern gezahlt hast, darauf bist du in Deutschland freigestellt für diese Einnahmen. Und Anrechnung bedeutet, dass die Steuerlast angerechnet wird auf die deutsche Steuerlast. Ja, Anrechnung heißt Anrechnung der Steuerlast für die ausländischen Einkünfte. Diese Steuerlast wird ihm angerechnet nach dem Motto, ich habe doch schon Steuern bezahlt, zwar nicht an euch, liebes deutsches Finanzamt, aber anderswo, in einem anderen Staat, und das wird dann angerechnet. Das sind die beiden Ansatzpunkte, Freistellung und Anrechnung. Okay, klicken Sie nun unter dem Video auf www.sparslanddenk-shop.de. Machen Sie es unbedingt, dort warten wertvolle Lernhilfen auf Sie. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.